Hallöchen, wir expeditieren wieder. Heißt das überhaupt so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir in Schönbrunn, ganz in der Nähe von Heidelberg gelandet. Gehen gleich los, entweder hier nach links oder da nach rechts. Hier ist auf jeden Fall erstmal unser Startpunkt und los geht's. Dem Frühnebel trotzen wir erstmal im warmen Auto und verschaffen uns einen Überblick. Wir sind in einer Teilgemeinde von Schönbrunn. Viele alte Häuser, Bauernhöfe, aber ansonsten kaum was los. In einer Einfahrt sehen wir dann im Augenwinkel aber einen Mann ganz hinten im Auto und fragen gleich mal nach. Vielleicht zu unserem Landmaschinentechniker da unten oder unserem größten Bauer. Euer größter Bauer? Ja. Hört sich doch erstmal nach einem Plan an. Wir machen uns auf den Weg, doch wirklich weit kommen wir nicht. Dann sticht uns dieses Haus in leuchtendem ZDF-Orange ins Auge. Sieht aus wie eine ZDF-Außenstelle da hinten. Geh mal hin. Aus einer Halle direkt am Haus hören wir zuerst Stimmen und sehen dann Michael Leier, der gerade ziemlich am Stock geht. Nach einem Unfall bei seiner Arbeit in einem Biomassekraftwerk. Das ist ziemlich zu Ende von der Nachtschicht passiert und bin ich halt auf einer Treppe hängen geblieben und bin halt auf dem Knie aufgekommen. Okay. Und dann war das Übel vorprogrammiert. Die Verletzung ist für ihn zurzeit besonders blöd, denn zusammen mit seiner Frau steckt er gerade mitten im Hausbau. Es ist halt doch ein großes Projekt, ne? Also sowas ist nicht zu unterschätzen, ne? Wir machen zwar einiges selbst, aber man kann nicht alles und man lässt besser von mancher Sache die Finger, ne, dass man halt irgendwas verpusht. Im Moment ist an ein Mithelfen eh nicht zu denken. Immerhin bleibt so ein bisschen mehr Zeit für die Familie. Man muss also sich zwischendurch Auszeit gönnen. Sache, heute ist Samstag oder heute ist Sonntag. Wir fahren weg in den Luisepark oder mit den Kindern sonst irgendwo hin oder in den Tierpark oder in den Zoo mal gehen, ne? Weil sonst geht nicht. Und gelingt dir ganz gut irgendwie den Abstand? Sagen wir so, ist schwierig, aber es muss ja gelingen, ne? Weil erstens hast du ja Verantwortung für die Kinder, ne? Zweitens würdest du dich kaputt machen, wenn das nicht gelingen wird, ne? Mhm. Töchterchen Josefina jedenfalls macht einen ziemlich zufriedenen Eindruck. Ihr Bruder ist gerade im Kindergarten. Da hat sie den kleinen Abenteuerspielplatz direkt neben dem Haus ganz für sich alleine. Wie alt ist sie denn? Die ist 21 Monate. Mama Helena Leier passt auf. Sie ist erst als Teenager nach Deutschland gekommen, aus Kasachstan zusammen mit ihren Eltern, auf der Suche nach einer besseren Lebensperspektive, als es sie dort gab. Wir haben im Prinzip halt keine Sprache richtig gekannt. Wir haben in der Schule halt habe ich Deutsch gelernt, ne? Aber das war nicht so, dass man sagen kann, ich kann jetzt sofort gleich miteinander halt verständigen. Was ist mal schwierig, irgendwie Fuß zu fassen, oder? Es gab halt Leute halt, die wo dich richtig halt gehänselt haben, ne? Mhm. Es gab Leute, die wo dich dann so angenommen haben, wie es halt, wie man ist, ne? Mhm. Nur manche haben geholfen, manche haben sozusagen dagegen gesperrt, ne? Wie es halt immer ist. Ja. Jetzt mittlerweile so nach 20 Jahren, ist es für dich jetzt komplett zu Hause hier geworden alles, oder? Ja, also ich finde schon, ne? Früher hat man gesagt, ja, man kann mal so rüber, aber ich möchte es halt nicht unbedingt halt mehr. Vielleicht so zum Anschauen, aber das war es dann. Jetzt bauen sie sich hier ein Nest, direkt neben Michaels Elternhaus. Wir haben ein gutes Verhältnis, auch meine Schwester wohnt drüben und die Uroma und da kommen wir gut miteinander zurecht. Das heißt, ihr seht euch auch irgendwie regelmäßig, was weiß ich, wir sehen uns, sonntags, genau. Mittagessen und so. Ja, genau, und zum Kaffee oder Geburtstag, wenn was ist, genau. Okay. Michael lebt schon sein ganzes Leben hier. Wegziehen war nie Thema. Ich glaube, das ist eher, wenn du in der Stadt aufwachst, durch, ne? Dass du dann doch irgendwo, oder dass sich halt irgendwo mal weiter hinschickt, ne? Mhm. Aber auf dem Land, also ich glaube, die meisten, wo in handwerkliche Beruf lernen oder so, bleiben auf dem Land. Klar, wenn Arzt oder irgendwas wirst, gehst du weg. Ne? Mhm. Du musst ja schon mal beruflich weg. Ne? Aber das war auch nie irgendwie ein großes Ziel von dir, oder? Nee. Man kennt auch die meisten vom Ort, wenn es gerade jemand ist, wo zugezogen ist, ne? Na, so mit der Nachbarschaft oder so. Man grüßt sich, man hat ein freundschaftliches Verhältnis, ne? Ja, also ich sag mal, der Zusammenhalt wie in der Stadt ist ganz anders da. Mhm. Ne? Wir gehen ein paar Meter weiter ums Haus herum. Dort sind die Handwerker gerade fleißig. Und auch Michaels Vater schaut kurz vorbei. Ihn freut's, dass seine Kinder nicht weit weggezogen sind. So ist halt schon schöner, gell? Wenn bei den Kindern bist. Ich meine, so wie die Tochter, die nimmt mich auch viel mit, so, wenn sie auch mit Urlaub gehen, ist auch miteinander alles. Mhm. Und das ist schon schön, gell? Das heißt, sie sind gut auch miteinander unterwegs. Ja, genau. Helena Leier fühlt sich auch wohl hier, gut aufgenommen, sagt sie. Seit fast 15 Jahren sind sie und Michael ein Paar. Wir haben uns über Freunde kennengelernt. Okay. Ja. So wie es so ist, man geht mal zusammen ins Kino und dann
hat sich das so entwickelt. War im Kinogang tatsächlich? Ja. Und wo gibt's denn Kino? In Moosbach. Ja, okay, Moosbach hat tatsächlich auch ein Kino. Ja. Also alles da, was man braucht. Es war klein, aber es gibt eins. Und was dachtest du, als du ihn gesehen hast zum ersten Mal? Weißt du es noch? Ja, also ich dachte, das könnte was werden. Ich glaube schon. Mit dem eigenen Häuschen nach den eigenen Vorstellungen geplant, geht für Michael und Helena jetzt ein kleiner Lebenstraum in Erfüllung, den sie irgendwann auch mal gerne an ihre Kinder weitergeben wollen. Doch für die nahe Zukunft gibt's erstmal andere Ziele. Dass man dann vielleicht bis Mitte, Ende nächstes Jahr fertig ist und dann sein geregeltes Leben wieder zusammen fortgehen kann, die Kinder in Urlaub gehen. Ja. Also die Dinge nachholen, die jetzt vielleicht noch ein bisschen zu kurz kamen. Ja, genau. Ein paar Monate also noch leben auf einer Baustelle, dann kann die Zukunft beginnen. Cool, danke.